Ja, es ist leider für mich als Arzt, auch als Arbeitsmediziner und Umweltmediziner ein, wie soll ich sagen, beschämendes Bild, was ich gerade erlebt habe. Ohne dass Zahlen, Daten oder Fakten auf dem Tisch gelegen waren, was wirklich welche Bauvariante kostet, was auf die Bürger zukommt an Kosten später, sind Entscheidungen getroffen worden, die bisher schon bestehende Entscheidungen quasi eliminieren. Und ich habe eigentlich in meinem Leben gelernt, dass man zuerst mal die Fakten sortiert und dann erst Entscheidungen trifft. Aber hier werden gerade Entscheidungen getroffen, ohne die Fakten zu kennen. Was vermissen Sie konkret? Welche Fakten hätten Sie gerne heute noch zur Kenntnis gehabt? Insbesondere die genauen Fakten zu den Kosten. Wir wissen, dass eine Unterquerung der Bahn in Form einer Untertunnelung in der Brandenburgischen Straße oder in der Goethestraße, sei es dahingestellt, in einem Gebiet liegt, in dem das Grundwasser im Winter bis auf etwa 1 Meter unter der Erdoberfläche ist, im Sommer etwa 2 Meter unter der Erdoberfläche, dass es in unmittelbarer Nähe eines Habitats ist und dass dadurch natürlich wahnsinnige Maßnahmen, auch finanzielle Maßnahmen notwendig sind, diese Untertunnelung zu sichern, damit kein Wassereinbruch zum Beispiel passiert. Von der Grundwasserabsenkung wollen wir gar nicht reden, was wieder mal Auswirkungen auf das Habitat haben würde. Und auf der anderen Seite, an dieser Stelle, an diesen beiden Straßen, kann man aus meiner Sicht als Umweltmediziner auch nicht unbedingt eine Brücke bauen. Denn sie hätten garantiert nachts massive Konsequenzen wegen der Lärmschutzverordnung, Bundesinnovationsschutzgesetz, das sie einhalten müssen. Und wenn dort Autos über eine Höhe von etwa 12 bis 15 Metern die Bahngleise überqueren, können Sie sich vorstellen, wie weit es in den Ort hineingetragen wird. Kann ich nur sagen, gute Nacht. Das heißt, es kommen jetzt Ihrer Ansicht nach extreme Kosten auf die Gemeinde zu, ja? Sollte die Unterquerung kommen? Wenn das so ist, was ich an Recherchen bisher zusammentragen konnte, werden diese Kosten einer Unterquerung deutlich höher liegen als einer Überquerung von einer Streckenführung einer Brücke. Aber das hat noch nicht mal hier heute die Stadtverordnetenversammlung versucht auszuloten und erst einmal die Fakten zusammenzutragen. Das ist ja genau das, was mich jetzt sehr betroffen gemacht hat, dass man ohne Fakten, ohne Daten einfach eine Entscheidung trifft und alles, was bisher Bestand hatte, über den Haufen wirft. Schade.